Welt. Und herzlich willkommen zum Gesprächsthema Teil 2. Ich bin wieder da. Es sind Ferien. Wir haben diese Woche 3 Arbeiten geschrieben. Und dann kann ich mich noch nebenbei Videos produzieren. Wobei, ich verstehe das denn keiner. Ich fahre von Montag bis Montag jetzt in den Urlaub. Bruder muss los. Niederlande. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Und da werden Daily Vlogs kommen. Das ist halt ein Gesprächsthema, weil es ein Gesprächsthema ist. Was ist denn mit Schattenmus? Und ihr wisst, ich halte meine Versprechen seit neuestem. Ich halte meine Versprechen. 10, 11 Monaten komplett durchziehen wieder mit YouTube. Keine Daily Vlogs, aber auf jeden Fall jede Woche kommen mindestens 1 bis 2 Videos. Was gar keinen Sinn ergeben kann. Ich mache jetzt auch die Daily Vlogs, weil ihr wisst, letztes Jahr Weihnachtsvlogs bis zum 10.01. oder so kamen Daily Vlogs und jetzt kommen auch wieder Daily Vlogs von Montag bis Montag. Und kleiner Fun Fact: Heute vor einem Jahr, am 2. Oktober, war ich im Disneyland Paris und da habe ich auch einen Vlog aufgenommen. Da in Paris waren wir auch 7 Tage. Da habe ich jeden zweiten Tag, also am ersten Tag, am dritten Tag, am fünften Tag und am 7. Tag habe ich ein Video aufgenommen. Ich glaube auch nochmal am 6. Tag. Und jetzt kommen aber Daily Vlogs. Ab heute bis nächsten Montag kommen Daily Vlogs. So, erstmal Speicher war wieder voll. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Bis nächsten Montag kommen Daily Vlogs und danach kommen nochmal Hühnervideos. Ich habe, wie gesagt, am 15.11.2019, das ist genau in einem Monat und 13 Tagen, habe ich den Real Talk hochgeladen. Es wird so auf meinem Kanal weitergehen. Und da habe ich über die Weihnachtsvlogs gesprochen, wo ich gesagt habe, ich möchte vom 1. bis zum 24. komplett durchziehen. Ich habe dann bis zum 1.10. gemacht, also 40 Daily Vlogs. Und genau dieses Mal werde ich es wieder tun. Vom 1. bis zum 24. oder keine Ahnung, 31. eigentlich bis zum 31. werden die Weihnachts-Daily-Vlogs wieder weitergeführt. Season 2 der Weihnachtsvlogs werden kommen. Und die Daily-Vlogs vom 1. bis zum 31., also die Weihnachtsvlogs, bestehen daraus aus unnötigen Videos. Manche kennen sie, manche kennen sie nicht, die Reihen. Gesprächsthemen und natürlich die Vlogs, wie auch letztes Jahr. So, ich wurde mal wieder unterbrochen. Dankeschön. Die Weihnachts-Daily-Vlogs, dazu wird es nochmal am 15.11., genau am 15.11. werde ich nochmal einen Real Talk hochladen über die Weihnachts-Daily-Vlogs. Also ein Jahr später werde ich als sogenanntes Special auch nochmal einen Vlog hochladen und gucken, was sich verändert hat und nochmal genaueres, was ich da irgendwie in 7 Minuten reinbekommen habe. Ich wusste nicht, wie ich das mache. Alles von heute Freitag bis Montag Daily Vlogs und danach in den Rest der Ferien kommen nochmal vereinzelte Vlogs, vielleicht 1, 3 Vlogs über meine Hühner und über nochmal was anderes. Die Weihnachtsvlogs beginnen wieder am 1. Dezember bis zum 31. Dezember, also eigentlich bis zum 1. in 2021. Vielleicht wird es ja dieses Jahr besser oder Covid-19. Nee, Covid-20 wird kommen. Ich habe mir gerade eine Stunde meine Videos angeguckt für irgendwelche Analytics. Ein anderes Video. Jetzt bin ich verblödet und jetzt bin ich noch mehr shootiv. Aber die Weihnachts-Daily-Vlogs wurden sich wieder gewünscht. Das ist...